Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein Clowndes Kleriker Deck vorstellen, das aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Standard spielbar ist, obwohl wir schon in der Dungeons & Dragons Edition hier gelandet sind. Und es ist eigentlich vom Deckbaustand her eher auf Kaltheim. Man könnte es auch in Strix 7 noch gut spielen. Und ja, Ziel des Decks ist es, wie es der Name schon sagt, mit Klerikern Lebenspunkte zu klauen und damit den Gegner zu töten, indem erstens die Kreaturen stärker werden und zweitens wir direkt Schaden machen. Wie machen wir das Zweite? Durch eine der stärksten Karten, die es meines Erachtens jemals Magic gab, Vitu, Nurm der Rose des Zwielichts. Für 3 Mana, 1 zu 3, sieht er erstmal unspektakulär aus, aber sein erster Effekt ist mega. Wenn wir Lebenspunkte kriegen, machen wir genauso viel Schaden. Das ist halt heftig. Die zweite Fähigkeit ist auch geil, für 5 Mana kriegt alle Kreaturen von uns Lebensverknüpfung. Damit kann man gern mal einen One-Hit-Kill rausholen, wenn man genug Kreaturen hat. Gut, wie setzt sich das Deck zusammen? Bis auf Vitu haben wir den Prediger der Himmel drin. Für 1 Mana ist er extrem geil, denn er hat 1 zu 1 Wachsam und Lebensverknüpfung. Und wenn wir mindestens 27 HP haben, können wir ihn tappen und bekommen dafür einen 4-4 weißen Engelkreaturspielstein. Geheiligter Priester, den kennt wahrscheinlich fast jeder, für 2 Mana 1 zu 1 und wenn wir Leben bekommen, kriegt er +1/+1 Marke. Himmelsfestung Kleriker, / Basilika, hauptsächlich als Land drin, aber wenn wir genug Länder haben, können wir gerne auch die Kreatur nehmen, einfach weil sie ein Kleriker ist, passt sie gut rein und sie bringt zudem 2 Lebenspunkte und hat 1 zu 3. Leidenschaftlicher Redner, auch ein bekannter Kleriker, für 2 Mana 2 zu 2 und wenn eine andere Kreatur bei uns ins Spiel kommt, kriegen wir ein Leben. Ähnlich ist der Kleriker des Lebensbundes. Wie ihr seht, immer wenn ein Kleriker unter ein Kontrollspiel kommt, hier muss ein Kleriker sein, bekommen wir ein Leben. Und er hat die geile Fähigkeit, die allerdings nur einen pro Zug triggert, deswegen ist er auch nicht rare, dass er +1/+1 Marke kriegt, wenn wir Leben bekommen. Allerdings nur einmal pro Zug. Auch mega übertrieben, die rechtschaffende Valkyrie für 3 Mana, 2 zu 4 fliegend, mit 2 mega starken Fähigkeiten, schon alleine eine hätte für rare gereicht, die zweite macht sie eigentlich zu Myth. Auch wenn es offiziell nicht ist. Die erste ist halt, kommt ein anderer Engel oder Kleriker rein, bekommen wir Leben in Höhe der Widerstandskraft. Und das zweite ist, haben wir mindestens 27 Lebenspunkte, dann haben alle Kreaturen von uns mal direkt +2/+2. Dann haben wir noch Mangara, der Diplomat für 4 Mana. Der passt ganz gut rein, ist ein kleiner Cardwar für 2 zu 4, hat Lebensverknüpfung. Und wenn ein Gegner 2 Kreaturen als Angreifer deklariert oder seinen zweiten Zauberspruch zieht, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Das Kosmos-Elixier ist auch eine Win-Win-Situation. Zum Endsegment wird geschaut, haben wir 20 HP, dann ziehen wir eine Karte, haben wir weniger, dann bekommen wir 2 Leben. Gesandte des Sieges ist in dem Deck nicht ganz so wichtig, auch wenn sie grundsätzlich geil ist. Sie passt aber als Kleriker trotzdem ganz gut rein. Sie hat für 5 Mana 3 zu 3 und gibt jeder unserer Kreaturen außer sich selbst zu Beginn des Versorgungsmoments eine +1/+1 Marke. Geil in den Deck, auch wenn er kein Kleriker ist, der inspirierende Kommandeur. Für 6 Mana ziemlich teuer für 1 zu 4, aber eine geile Fähigkeit. Wenn eine Kreatur mit 2 oder weniger ins Spiel kommt bei uns, dann bekommen wir ein Leben und ziehen eine Karte. Und die meisten von uns haben das grundsätzlich und daher kommen wir da ganz schnell an Card Draw. Hier ist Eingreifen, könnte ruhig zweimal drin sein oder noch öfter, ist ein ziemlich guter Destroyer, denn für X und 2 können wir X Artefakte und oder Verzauberung zerstören. Oder halt doppelt so viele Lebenspunkte kriegen. Die Länder sind relativ unspektakulär. Erwähnenswert ist noch das Schloss Loch Twain. Denn wenn wir 3 Mana haben und es zusätzlich noch tappen, dann ziehen wir eine Karte und bekommen danach Schadenhöhe der Anzahl Handkarten. Aber wenn man viel AP hat, an sich auch ziemlich gut. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie sich das Deck dann in der Praxis macht. Unser erster Gegner ist Private Flupper. Ein weißes Mana. Ja, ist okay. Komm. Hau mal raus. Sagen gerade Hallo. Lebenspunkt, du hältst einen Lebenspunkt. Das war ziemlich cool. Das Leben bringt, es sei denn, er wird direkt kaputt gemacht. Ist.
100% yes. Gerne. Kriegen ein Spiel, kommt greifen aus seinen großen Kreaturen. Unter denen den Gegner an, falls möglich, und greifen einen anderen Spieler als dich, falls möglich. Das passiert ja alles nicht. Wenn man einen angreifenden Kreatur stört, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und erhält seinen Lebenspunkt dazu. Okay. Ja, wir haben unseren Sechser noch nicht. Ich weiß nicht, ob man kommt. Ja, ist eigentlich ganz nett. Aber mach ich jetzt. So, er hat garantiert was auf der Hand. Dann ist er nicht tot. Dann wäre er ein bisschen dümmer als erwartet. Was? Ernsthaft? Hä? Okay, ist gut. Das war cool. Ja gut, das war der erste. Unser zweiter Gegner ist Metrax. Schau mal, was er so kann. So, ja, technisch gesehen drei Länder, damit kommen wir eine Weile hin. So, Sauerkraft, hallo. Der kommt mit Dapfenspiel als Land. Nächstes Zug spielen wir das WVN-Tab, das sei denn, wir ziehen was Besseres. Genial. So, dann der hier, weil der Prinz wohl leben, als auch, dass er stärker wird. So, wir spielen den direkt. Den hier können wir erstmal getappt raushauen, wir brauchen das Mana. Spielen den direkt, dann wird er schon mal stärker. Zack. Und los geht er. So, jetzt kriegen wir immer schon, wenn wir einen Kleriker spielen, 2, ansonsten ein Lebenspunkt. Und der wird stärker dadurch. Kreaturenzauber, die können neutralisiert werden, okay. Und haben nochmal Aufruhr. Greifen wir erstmal mal an.
hauen wir unser Elixier raus. Wenn wir weniger als 20 Leben haben, bekommen wir Leben. Wenn wir allerdings mehr haben, dürfen wir immer eine Karte ziehen. Das ist eine meiner liebsten Karten mit. Hast du im Lied anzeigen, ungetappt Tore als ein Tordeck? Ja, okay. Da kommt gleich die Flächenzerstörung. Am besten sind wir kein Tor und zerstören die Dinger einfach nur. Zack. Zack. Greifen wir sonst mit beiden an. Da eh gleich eine Flächenzerstörung kommt, werde ich nicht mehr rausspielen. Die Tore-Decks-Flächenzerstörung haben, macht so viel Schaden wie du Tore hast. Der hat 5 Tore. Der kann uns quasi alles wegrocken. Und er muss es auch tun. Ich gehe Drachenfeuer? Das kam überraschend. Ja, können wir jetzt zum Standardland. Zack. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich fest damit gerechnet. Dass er uns die Flächenzerstörung die Uhren knallt. Aber ich bin vorsichtig. Hauen wir uns am besten raus. Immerhin, wenn wir jetzt kleine Kreaturen spielen, bekommen, können wir Karten nachziehen. Sicher ein komisches Deck. Ja gut, das heißt für mich, dass wir noch ein bisschen mehr raushauen dürfen. Machen wir es mal extrem, hauen wir nochmal hier raus. Nö, angreifen wir auch nicht. Naja, einen davon bannt er, okay. Ist an sich auch strategisch richtig. Seltsames Deck, ich hätte gedacht, der haut spielt auf Tore wirklich. Aber ist nicht so das Problem. Greifen eh nicht an. Und noch einen Kommandanten raus. Und können uns dann noch unsere Walküre leisten. Wir dürfen deswegen dann auch noch eine Karte nachziehen. So, wenn wir 7 Lebenspunkte mehr haben, werden alle geil. Das kriegen wir hin, wenn wir das allein ausspielen. Ah, der ist toll. Na, wer stört euch am meisten? Was? Achso, er müsste einen aufhören. Ja, stimmt. Spielt sie nicht ganz so. So, zack. Erst nach 30 das noch nicht. Wir sollten noch ein bisschen mehr Druck raushauen. Wisst ihr was? Ich riskiere jetzt die Flächen zu zerstören. Wir haben genug Karten zum Nachziehen. Und der kann auf jeden Fall angreifen. So, also wenn er jetzt nicht die Flächenzerstörung rauspackt, ist es vorbei. Das dürfte nicht reichen. Obwohl, ja, mit dem werden wieder alle schwächer. Wenn ich es nicht allen angreife, der D ist noch 5 Meter. Nö, das ist schon richtig, was er macht. Er klaut das die HP. So, Ebene raus. Heiliger Priester. Karten nach, bekommen auch wieder HP dazu. Wieder stärker. Noch einen, komm raus mit dir. Ich kriege nämlich so stark, dass er zu den ganzen Blocken zwingen muss, weil er sonst sterben wird. Das ist das, was ich jetzt gerade hoffe. Und mit ihm gewinnen wir jetzt wahrscheinlich sowieso, weil alle nochmal gewacht werden. So, wir können es übertreiben, indem wir noch Karten ziehen. Das können wir auch spontan machen. So, und jetzt greifen wir mit allen an. Und wir haben auf jeden Fall gewonnen. Oder in der stärksten, ja, kommen 7 durch. Gut. Das war der zweite Sieg auf jeden Fall, egal wie er es macht. Weil das Pferd keine Lebensverknüpfung. Oder ich weiß es noch nicht. Ich glaube auch nicht. Genau. Ja, wie gesagt, das war dann der zweite Sieg. Kleriker rocken halt einfach. Unser dritter Gegner ist Agi Rogue U3. Oh, das ist... Ja, Da behalten wir mal. Wir haben 2 Länder.
Und er hat ein schnelles Deck, was auf Spontanzauber und Hexereinhaus ist. Kommt nicht so gut. Ich glaube, gegen den habe ich schon mal gespielt. Das Deck kommt mir sehr bekannt vor. So, jetzt müssen die ersten Zerstörungszauber langsam so rausgeschmettert kommen von ihm. Tatsächlich wird schon mit dem Prediger Himmel gegen den Rush-Deck sogar blocken, muss ich ehrlich sagen. Erkläre ich nur, wenn es was bringt. So sinnlos opfern wird ihn nicht. Jo, mache ich mit. Aktuell brauche ich die Lebenspunkte. Immerhin, du musst seinen Rush überwinden. Das kommt am besten auf die Weise hin. Zack! Ihre schaffende Valkyrie. Super geile Karte. Ja, mit viel Text, ich weiß, entschuldige Aki. War das auch von dem Schaden zu machen? Ein Ziel, hm? Es ist so, dass wir dadurch ja auch ein paar seiner Karten wegkriegen. Und das kommt uns ja im Endeffekt dann doch noch zum Vorteil. Hier, hast du Vito, der muss auch weg. Vito ist wirklich sehr gefährlich. Ich wünschte nur, wir hätten einen Mana mehr, da wäre ich schon massivst glücklich. Und er wünschte höchstwahrscheinlich, er hätte einen Mana weniger dafür, aber ein paar andere Karten mehr. Ich würde jetzt sagen, ja, aber wozu? Gut, angreifen wollen wir eh nicht. Zack. Heiligter Priester, Prediger des Himmels. Ja, Lebenspunkte bekommen wir leider keine dazu. Weil wir keine Karte dafür aktuell haben. Ja, der ist auch toll. Er kriegt nur noch das 1-1 Magen hin, aber. Ja, bittererweise müssen wir das so machen. Weil wir haben von ihm eh quasi nur keinen Effekt, außer dass er jetzt Lebenspunkte bringt. Wir deswegen ihm Schaden machen und einen Wagen kriegen. Na, endlich mal ein Land. Allerdings spielen wir den vorher. Weil dann kriegen die wenigstens noch eine +1/+1 Marke jeweils. So, jetzt können wir jetzt ein bisschen was. Okay. Ja, gut, man hat. Das ist das, was ich immer meinte. Das ist langweilig, wenn man gegen den Rush-Deck spielt. Entweder funktioniert das Rush-Deck und man verliert. Oder aber das Rush-Deck funktioniert nicht und der Gegner ist schon relativ früh kaputt. Hier war es das Weitere. Gut. Damit haben wir unseren dritten Sieg, der nicht ganz so spektakulär war leider. Aber wir haben ja noch viele andere Decks, die ich euch vorstellen möchte. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Ich hoffe, ihr habt etwas Spaß gehabt. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!